Samsung Galaxy S7 oder Vivo S6, das fragen sich viele von euch. Ein spannender Vergleich. Ich beschränke mich auf die Fakten der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Galaxy S7 eindeutig mit 84 zu 49 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 29 Gramm leichter, 0,8 mm dünner, 5,1 mm schmaler, 18,8 mm kürzer und 25% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Galaxy S7 eindeutig mit 71 zu 46 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 41% höhere Pixeldichte, 42% höhere Auflösung, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und Bildschirm ist immer an. Das Vivo S6 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 26% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Vivo S6 knapp mit 74 zu 71 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: zweifach schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 224 GB mehr interner Speicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 0.1 höhere Version von eMMC. Das Galaxy S7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat einen externen Speichereinschub und hat NX-Bit. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Galaxy S7 mit 73 zu 54 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Vivo S6 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: fünffach mehr Megapixel der Hauptkamera, 6,4-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, es hat eine Doppelobjektivkamera und eine Blitz-LED mehr. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Produkte ebenbürtig mit 37 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy S7 deutlich mit 72 zu 65 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: kann kabellos aufgeladen werden. Das Vivo S6 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 1,5-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Vivo S6 knapp mit 84 zu 80 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 4,2-fach schnellere Downloads, 0,9 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt 2 SIM-Karten, 8,5-fach schnellere Uploads, unterstützt 5G, hat Typ C-USB-Anschluss, 51 Mehrsprachen unterstützt, hat Bluetooth aptX, unterstützt sofortige Markierung und unterstützt Galileo. Das Galaxy S7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: unterstützt NFC, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, unterstützt ANT+, hat eine Pulsuhr und hat ein Barometer. Ergebnis. Mit 68 Punkten schlägt das Samsung Galaxy S7 in der Gesamtwertung eindeutig das Vivo S6 mit 54 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken.
Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.